Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Video sollte natürlich schon gestern kommen, aber wegen den ganzen Feiertagen und so hatte ich keine Zeit. Deswegen bringe ich es einfach heute. Vielleicht bringt es euch trotzdem was. Und mir bringt es immer was, die Patch zu sehen, weil dann kann ich schon für die Woche planen und für die nächsten Wochen planen, zu was ich Videos mache. Natürlich bekommen wir mit dem Update oder haben wir heute mit dem Update den neuen Spring Golfer bekommen. Und nicht nur ihn, sondern auch natürlich den neuen Demonic Beast, aber alles der Reihe nach. Der Golfer sieht schon echt, echt cool aus und wenn ihr wissen wollt, was genau er macht, schaut euch mein Video von letzter Woche an. Da bin ich komplett auf ihn eingegangen und habe gesagt, mit welchen Teamkombinationen man ihn schon gut spielen kann. Das ist aber die Woche eigentlich relativ egal, da wir eine sehr geile PvP-Rule bekommen haben, nämlich, falls ihr es kanntet, früher haben wir ein paar Mal diese PvP-Rule bekommen, dass wir Golfer mit Golfer mit Golfer mit Golfer in einem Vierer-Team einfach spielen können. Und diese Rule ist jetzt wieder back. Also ihr könnt gleiche Charaktere jetzt in einem Team spielen und wenn ihr einmal den gleichen Charakter habt, dann habt ihr einen Ausweichen. Und wenn ihr zweimal den gleichen Charakter habt, also wenn ihr Golfer Golfer spielt und Ban Ban, dann habt ihr zweimal ausweichen. Das ist halt echt eine geile, geile PvP-Rule. Und ich werde sehr viele Videos machen, garantiert. Also sowas macht am meisten Spaß. Das könnten die auch gerne einfach als alleinigen Modus mal wieder jeden Monat einfach bringen, weil es einfach sehr lustiger Modus ist, also weil es einfach sehr lustige Aufmachung ist, dass man viele Charaktere zusammenspielen kann. Man kann in dem Sinne natürlich auch einfach Demon King und Demon King Zeltis zusammenspielen, ich weiß jetzt aber nicht, wie das jetzt sich, wie heißt das, wie es sich jetzt verhält, also nicht Demon King Zeltis, sondern Demon King Zeltis, der hier, den linken, und den LR Zeltis, ob die jetzt wirklich auch beide Zeltis sind, wegen den Evasion, müssen wir nochmal gucken, das probieren wir aber auf jeden Fall aus, weil das hört sich sehr, sehr nice an. Und mit Golfer kann man es natürlich auch machen, deswegen habe ich es überhaupt erwähnt, weil dann hat man einfach straight up 3 Rank-Ups von Anfang an, wenn man halt Green Golfer, diesen roten Golfer und den anderen roten Golfer spielt. Und das ist halt schon sehr, sehr übertrieben. Das ist schon sehr, sehr übertrieben. Also ich freue mich darauf, auf jeden Fall die Videos schon aufzunehmen. Wir bekommen auch einen neuen United Boss Battle. Belgius ist diesmal da. Ist ja immer eine Rotation, aber interessiert uns nicht so krass. Was uns mehr interessiert, ist der neue Demonic Beast Ratatos. Wir nennen ihn einfach Ratatos, weil einfach, wir nennen ihn Ratatouille, ganz easy. Wir nennen einfach Ratatouille, nein, Spaß. Weil er ist ab heute auch dabei. Und hat schon ein Holy Relic mitgebracht, nämlich das Holy Relic von Mile. Ich weiß nicht ganz genau, wo das steht. Sollte eigentlich hier sein, genau. Das Holy Relic von Mile. Auch auf diese beiden Holy Relics bin ich eingegangen. Also checkt das Video aus, wo ich auf Golf eingegangen bin, weil das habe ich zusammen einfach gemacht. Deswegen alles da, die besten Informationen nicht vergessen. Und ob wir das hier schaffen, boah, das ist echt eine gute Frage. Ich werde vielleicht diese Woche noch einmal Livestream, wo ich es mal versuche. Oder ich werde einfach mal in ein Video einfach komplett blind da reingehen, weil ich habe mir wirklich nichts angeschaut. Natürlich außer ein paar Sachen, wo ich ein bisschen die Mechanics gesehen habe. Aber sonst ist halt noch immer ein Demonic Beast, ist halt relativ schwierig. Gucken wir mal, was wir da machen können. Ich warte aber noch, weil bis jetzt wird halt die Rakenrückmerlin sehr oft gespielt. Und ich werde noch gucken, ob vielleicht ein besseres Team gefunden wird. Sonst muss ich die Rakenrückmerlin halt komplett hochpushen. Materialien sollte ich aber haben. Die neuen Materialien hier von Demonic Beast sind aber auch relativ cool aus. Hier so ein Blatt und hier so eine Beere oder so eine Frucht. Sieht echt cool aus, muss man sagen. Design her, weiß ich jetzt ehrlich nicht. Ist halt, sage ich euch ganz ehrlich, da sind auch viele meiner Meinung, sieht nicht aus wie ein Demonic Beast. Es sieht cool aus. Design sieht cool aus, keine Frage. Vom Design her sieht es cool aus. Sieht aber nicht aus wie ein Demonic Beast. Ein Demonic Beast ist ein Bird. Ein Demonic Beast ist Nidhogg, so wie richtiges Beast, aber er sieht nicht so aus, aber wird wahrscheinlich auch einige Probleme für uns bereiten, deswegen nicht so krass Auge machen, dass er cool aussieht und sowas, aber komplett uns hochnimmt, deswegen einfach mal ein bisschen aufpassen. Die Kostüme für Golfer, die sehen auch echt cool aus, wo ich aber dabei sagen muss, tatsächlich nur zwei finde ich sehr nice. Das dritte kann man machen, aber würde ich jetzt eher weniger benutzen. Das hier sind echt geil aus, also vor allem das untere sieht echt fresh aus. Das rechte hier, ja, das mit Punk und sowas, haben sehr viele andere Samusins Charaktere schon. Fühle ich gar nicht, nicht so mein Fall. Vielleicht für euch aber, vielleicht gefällt es euch. Wenn es euch gefällt, dann natürlich
holt es euch. Ich sag klar, jetzt in der ersten Woche könnt ihr es euch, glaube ich, nur mit Echtgeld holen. In der zweiten Woche könnt ihr es schon euch mit Gems holen. Wir bekommen auch einen neuen Card-Set. Falls euch interessiert, was macht, lest durch. Ist ein Fairy-Supporter. Kann man vielleicht auch, wie heißt es, kann vielleicht auch bei Dinger benutzen. Bei, wie heißt es, bei dem neuen Demonic Beast, weil wir benutzen Jelly King auch noch beim Demonic Beast. Vielleicht kann man die irgendwie gut fusionieren. Aber ob das jetzt wirklich was bringt, ist jetzt die andere Frage. Wir benutzen wahrscheinlich eher die Demonic Beast, den Demonic Beast Card Set. Weil das ist natürlich ein bisschen stärker. Dann einige Bundles hier, deswegen macht Pause, falls die Bundles euch interessieren. Mich interessieren sie relativ wenig. Nur eine Sache muss ich mal hier mich beschweren. Das hier ist ein Bundle-Login. Also ihr müsst euch dieses Bundle kaufen, dass ihr das Login bekommt. Ich hätte nichts dagegen, dass jede neue Festplatte, die rauskommt, wirklich eine UI ist, wenn sie diesen Login für alle Players machen. Also nicht kaufen, sondern einfach das normale 7-Day-Login ist. Weil dann bekommt man einfach 8 UR-Pendants for free. Einfach 8 UR-Pendants for free. Und dann würde ich mich gar nicht beschweren, dass es das eine UR ist, weil dann hat man ja schon eigentlich die relativ viele Ressourcen. Und dann finde ich es auch nicht mehr so verwerflich, dass es eine UR ist. Aber natürlich machen sie es nicht. Aber der Login, so für uns, ist jetzt natürlich auch nicht schlecht. Am ersten Tag bekommen wir 15 Tickets, also eine Multi und eine Hälfte der Multi. Und am zweiten Tag bekommen wir nochmal 15 Tickets, also haben wir innerhalb von 2 Tagen 3 kostenlose Multis. Dazu bekommen wir noch den restlichen Monat jeden Tag Gems. Ich habe jetzt gar keinen Bock, die zu zählen, aber sollten, irgendwo steht es ja eigentlich meistens, sollten gute 100 Gems sein, ein bisschen mehr als 100 Gems auf jeden Fall. Und ich glaube 200? Ich weiß nicht, ob das hier 200 sind, aber auf jeden Fall insgesamt bekommen wir so 200, 300 Gems. Auch in der Mail sollten Gems sein. Also schaut auch in der Mail oben rechts rein. Da sollten tatsächlich auch noch Gems sein von den Stream Rewards und sowas. Deswegen guckt da immer mal rein. Aber so overall bekommen wir, glaube ich, so 300 bis 400 Gems durch nur den Events. Und natürlich durch PvP und sowas kommst du auf entspannt auf die 900er. Deswegen könnt ihr euch entscheiden, ob ihr hier sammelt oder nicht. Dann haben wir aber tatsächlich nochmal hier eine Free Multi und auch so Free Boxen, wo auch echt cooler Stuff dabei ist. Und wenn ihr alle Missionen gemacht habt, bekommt ihr dann ein UR-Pendant. Die Boxen sind echt cool, muss ich sagen, weil hier bekommt ihr halt die OG-Demon und Belmoth-Demon-Sachen. Könnten die auch schon 50 reinpacken, so ist jetzt nicht. 2 UR-Pendants hätten die da auch reinpacken können. Aber diese Box mag ich hier ein bisschen mehr, denn ihr könnt euch hier Demonic Beast-Sphären aussuchen oder Kostüm, Aufwertmaterialien aussuchen und das schmeckt natürlich auch die drei oberen Sachen, aber ja, eher hier die letzteren paar Sachen, weil die schmecken ein bisschen mehr. Dann haben wir auch dieses Spring Buff Event, bekommen wir ja meistens bei jedem Festival, also bei Chaos haben wir es bekommen, bei der November Festival haben wir es bekommen, beim Demon King Melee haben wir es bekommen. Also seit Mai, glaube ich, machen die es bei jeder Festival, deswegen. Ich glaube, es war mal das erste Mal, ich habe keine Ahnung mehr. Deswegen nimmt es einfach auf jeden Fall mit, weil da bekommt ihr dann auch ein paar Rewards mehr bei den Demons, die ihr farmt. Demons oder sowas. Oder ihr macht mehr Schaden bei Eventbossen oder so. Oder bei Belmoth, wie gesagt, oder OG Demon, da sieht man es ja. Deswegen macht es auf jeden Fall. Das ist sehr gut für Materialfarmen. Dann bekommen wir auch dieses Hawk Oslo Scrap Picnic Fun Event, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so meins. Ist relativ cool, weil man da eigentlich überwiegend nichts machen muss. Man muss nur ein bisschen drauf tappen. Aber ja, macht man halt einfach für die Belohnungen. Man könnte schon ein cooleres Event im Minispiel rausbringen, aber Belohnungen sind halt nicht bad. Belohnungen sind nicht bad hier. Und hier nochmal die Acquire Points Belohnungen. Da bekommt man sogar auch nochmal eine Selection Box. Ja, guckt, ihr seht sogar noch eine Selection Box, dass man dadurch nochmal sich irgendwas aussuchen kann von den Materialien, die wir vorhin erwähnt haben. Ja, nimmt man auf jeden Fall mit. Dann haben wir sogar auch noch den Final Boss Hog, der zurückkommt. Der schmeckt auch. Dazu kommt auf jeden Fall ein Guide, nicht so wie bei Garland und Mirascula. Ja, ich war ja auch, wo die rauskam, noch krank. Dann kamen die Feiertage. War ein bisschen stressig. Ich habe mal jetzt gedacht, vielleicht braucht ihr es nicht. Ich habe vor allem auch das gar nicht gespielt. Also Garland und Mirascula habe ich selber nicht gespielt gerade. Ich bekomme gar keine Rewards. Deswegen, ja, sorry, dass ich es nicht gemacht habe. Passiert. Exchange Shop sieht echt cool aus. Man bekommt wieder hier diese ganzen Boxen von vorhin, 15 SSR Coins und auch weitere Demon Mats sowie andere Sachen, die einfach als Free-to-Play oder als Pay-to-Win-Whale schmecken. Natürlich mehr als Free-to-Play. Deswegen macht bitte alle Sachen nicht so wie ich, weil dann habt ihr auch einen sehr guten Account und braucht ihr euch nicht so viele Sorgen machen, dass euch Materialien fehlen.
Hier bekommen wir natürlich wieder bei der 900. Milestone ein Kostüm für den UI-Golfer, weil er hat kein SSR-Kostüm, aber wenn ihr 900 Gems ausgibt in den Zeitraum von einem Monat, denke ich mal, bekommt ihr auch ein kostenloses Kostüm für ihn und viele weitere Sachen, die man auch gerne mal mitnimmt, wenn man schon die Gems ausgibt, würde ich sagen, oder? Wenn man schon die Gems ausgibt, kann man auch noch mehr Sachen mitnehmen. Dann haben wir hier nochmal Fort Solgress. Das braucht ihr auch für die Free Tickets, für die Mission, dass ihr auch eine UR-Panel bekommt am Ende. Müsst ihr zweimal Fort Solgress machen, deswegen macht's heute und macht's morgen. Ich hätte jetzt auch schon früher gemacht, aber wie gesagt, ich habe das Video jetzt erst heute rausgebracht. Dann haben wir noch diese Drop Rewards. Ist heute diesmal kein Gem dabei, weil meistens ist ja auch immer ein Gem dabei bei Fort Solgress. Anscheinend leider nicht. Kann man nichts machen. Und bei King hört es nicht auf, weil bei jedem Event bekommen wir ja auch einen Event-Tauschen-Shop bei King. Und letztes Event hat jetzt erst aufgehört, Back-to-Back-Festival, und jetzt bekommen wir wieder einen Event-Tauschen-Shop bei King. Ich finde das relativ cool, weil ich habe 1000 von den Red Demons und ich kann die jetzt ein paar wieder reintauschen in andere Demons. Und dass ich halt da einfach mehr Materialien habe. Deswegen guckt, was ihr machen könnt und dann tauscht euch ein paar Sachen, weil ihr braucht, glaube ich, nicht immer so alle Sachen von. Also, diese braucht ihr nicht. Könnt ihr easy in diese reintauschen. Und jetzt ist er wieder back. Deswegen schaut euch da ein bisschen um bei King. Da findet ihr bestimmt irgendwas. Dann sind es diese Power-Up-Events, wenn ihr halt diese Free Stages macht und sowas. Nichts Besonderes. Macht euch einen Screenshot, falls es euch interessiert. Aber ich bezweifle, dass irgendwer diese sich durchliest. Und jetzt eines der besten Sachen im Update: nämlich der neue Event Hawk Pass mit dem neuen Gelder Hawk Pass Outfit mit dem Mate Outfit. Es sieht wirklich so fresh aus. Es sieht wirklich so fresh aus. Und ich werde es mir direkt holen, sobald ich nachher ins Game gehe, weil ich war heute noch nicht im Game. Ich wollte erstmal das Video für euch rausbringen. Und ich habe richtig Bock auf dieses Outfit, weil einfach Mami Gelder mit dem Mate Outfit. Ey, was gibt es Besseres? Was gibt es Besseres? Es ist wirklich sehr, sehr nice. Natürlich auch noch hier Meliodas, sein Zeug ist, glaube ich, noch drinne. Genau, bis Ende des Monats. Das kann man sich noch holen. Ich habe mir, glaube ich, das Headgear oder das Outfit geholt. Jetzt werde ich mir bei Gelder auf jeden Fall das Outfit holen und dann noch aufs Headgear und dann noch auf die Waffe, weil wir wollen natürlich alles haben. Ihr könnt euch sogar noch hier für Freya und die andere Sachen noch holen. Das habe ich gerade gar nicht beachtet. Aber falls ihr die noch nicht habt, dann noch, nehmt auch die Sachen noch mit. Nichts Besonderes, also für die Oberen braucht ihr es eigentlich nicht, aber für Freya könnt ihr es auf jeden Fall mitnehmen. CC für Nidhogg ist nicht bad, braucht nicht unbedingt, aber wie gesagt, ist nicht bad. Aber das war's tatsächlich auch schon wieder mit den Patch Notes. Nur eine Sache halt, die wichtig noch ist, dass wir Dinger, dass der Chaos Alpha aus dem Seasonal Pool von Heroes Arena rausgeht und jetzt der Golfer als Seasonal Charakter mit den Buffs in Heroes Arena reinkommt. Was die nächste Unit sein wird vom Part 2 des Spring Festivals, also in 2 Wochen, denke ich mal. Das ist eine sehr gute Frage, ob irgendeine Unit rauskommt. Denke ich mal schon. Aber ich würde sagen, Patch Notes waren sehr, sehr nice, waren sehr, sehr nice. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Game rein, weil da gibt es sehr viele geile Rewards. Und wobei ich will noch eine Sache erwähnen. Diese ganzen, hier seht ihr die Artworks, die sind auch wieder back. Und natürlich für Chaos Offer, für den Demon King und sowas, neue Artworks drin. Ey, es wird so cool. Ich zeige dir auch noch in einem extra Video. Das wird richtig funny. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten. Das war's.